Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu den Seelengefährten Readings für den Monat April. Ja, wir haben das doch heute noch gemacht, ja. Ich habe eure Legung gemacht, Micha hat eine Legung gemacht für den Seelenpartner, für die Seelenpartnerin. Und ich freue mich, euch jetzt präsentieren zu dürfen, welche Energien im April im Kollektiv der Seelenpartner vorhanden sind. Und gerade auf der Loslasserseite, ja, wenn du das Video jetzt anschaust, sind die Energien toll. Das kann ich schon mal verraten. Ich habe die Hauptlegung gemacht aus dem Golden Rider Tarot. Die Karten seht ihr aufgedeckt. Ich habe Klärungskarten heute mal wieder aus dem Crystal Vision Tarot erbeten. Die sind noch verdeckt. Und natürlich mache ich über der Legung eine Meditation. Mir ist es ja immer sehr wichtig und zunehmend wird das auch wichtiger. Das ist meine Aufgabe, euch auch Botschaften zu überbringen, die nicht unbedingt in den Karten liegen. Ja, also ich soll immer mehr gechannelte Messages weitergeben und das werde ich auch heute in dieses Reading einfließen lassen. Wie immer bei den allgemeinen Readings, spüre gut in dich hinein, ob du damit in Resonanz gehst. Das kann natürlich nicht immer und für jeden passen. Nimm das mit, was du für dich wirklich gebrauchen kannst an Input, an Impulsen und alles andere lass einfach da bei mir. Ja, etwas später dann werden wir ein Reading für deinen Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin veröffentlichen. Da geht es dann darum, welche Aufgaben und Energien jetzt bereitstehen für dein Gegenüber. Aber diese Legung ist jetzt für dich. Ja, meine Lieben, eine wundervolle erste Karte habe ich für euch empfangen, als ich fragte nach der Hauptenergie im April und da fällt der Waage. Super schöne große Arcana-Karte, der Wagen steht für Vorwärtsbewegung, ja. Und in dieser Legeform erbitte ich ja dann eine Klärungskarte aus dem gleichen Deck und da fallen die 10 Münzen hinein in die Fülle, meine Lieben. Das war der gechannelte Impuls zu diesen beiden Karten, hinein in die Fülle mit voller Kraft voraus. Ja, es geht für euch im April darum, wirklich ein Lebensgefühl zu manifestieren, das euch in Frieden mit allem, was ist, bringt. Das war ganz, ganz wichtig, diese Message. Raus aus der Energie des, ich hätte es gern anders, ich möchte, dass es so und so ist, sondern hinein in das, was ihr habt und dafür in die Dankbarkeit. Das war die gechannelte Botschaft zu diesen beiden Karten. Der Wagen hat auch sehr viel mit Kontrolle über das eigene Leben zu tun, Kontrolle über die eigenen Gefühle, ja, euch befreien aus letzten Anhaftungen. Dazu komme ich später noch, das wird nochmal ein großes Thema in der Legung sein. Und das wirklich mit großer Zielstrebigkeit. Die Energien jetzt im Moment sind sehr, sehr herausfordernd, gerade mit diesem Vollmond jetzt am Wochenende. Aber ja, viele von euch haben ja heute meinen Impuls zum Wochenstart schon gehört und ich danke euch an der Stelle für euer Verständnis und die tollen, tollen, tollen Kommentare. Es geht für dich darum, für dich einzustehen, Grenzen zu setzen, dein eigenes Glück zu manifestieren und bestens für dich zu sorgen. Das nehme ich auch mit den 10 Münzen wahr, wirklich die Selbstfürsorge steht im April nochmal an oberster Stelle. Was ich mit dem Wagen auch wahrnehme, ist eine große Sehnsucht auf Freiheit und Ortswechsel, Veränderungen, mal wegfahren. Diese Situation des Eingesperrtwerdens, ja, Eingesperrtseins wird zunehmend belastender fürs Kollektiv. Das sind Energien, die wie in einem Kessel brodeln. Ja, und viele Menschen haben einfach das Bedürfnis, das muss endlich ändern, ich will enden, ich will wieder meine Freiheit, ich will wieder tun und lassen können, was ich möchte. Ich fühle mich gegängelt, ich fühle mich eingesperrt und im Kollektiv der Seelenpaare bringt das trotzdem einen großen Schub auch in Richtung Loslassen des anderen, weil man einfach auch hier spürt, man möchte von nichts und niemandem abhängig sein. Ja, also das ist eher etwas Positives. Wenn ich mal in die Vergangenheit schaue, da fallen die 7 Kelche. Das ist eine Karte, die steht für die Illusion. Was ich hier fühle,
Viele von euch zweifeln ja momentan daran. Ja, ist es überhaupt der Seelenpartner oder die Seelenpartnerin? Bin ich vielleicht nur einer Illusion aufgesessen? Das liegt natürlich auch daran, dass dieser Prozess einfach davon lebt, dass auf der Loslasserseite einmal komplett das Buch zugemacht werden muss. Und meistens kommt dann eine Auslösersituation, die dafür sorgt, und das passiert gerade sehr, sehr häufig bei den Loslassern, dass etwas für euch nochmal sehr Schmerzliches passiert, um dieses komplette Loslassen zu ermöglichen. Und dann denkt man natürlich im ersten Moment, ich bin einer Illusion aufgesessen, ja, ich habe mich da in was verrannt. Und dazu kommen dann die drei Kelche. Das ist die Erntedankkarte im Deck, steht aber auch für die Dreierkonstellation. Da musst du jetzt für dich gucken, wenn du vielleicht in einer Dreierkonstellation steckst, dann könnte es sein, dass du in den letzten Wochen vielleicht deutlich gespürt hast, dein Seelenpartner trennt sich im Moment nicht. Ja? Und dann denkst du, gut, ich bin der Illusion hinterhergerannt, er tut das. Ja, vielleicht ist hier nochmal was passiert, was dir deutlich gemacht hat, da findet im Moment keine Trennung statt. Was ich aber auch wahrnehme, vor allem für diejenigen unter euch, die nicht in einer Dreierkonstellation sind, dass die geistige Welt mit dieser Klärungskarte sagen möchte, mach dir mal keine Sorgen, du bist keiner Illusion aufgesessen, denn das, was du hier in dem Prozess erlebst und durchmachst, wird dir irgendwann die Früchte einbringen, ja. Die Erntedankkarte steht dafür, dass man irgendwann den Erfolg feiert von dem, was man tut. Und das ist eine sehr tröstliche Energie, wie ich finde. Du sollst dir nicht sagen, oh Gott, ich bin nur einer Illusion aufgesessen, ich habe mich in was verrannt. Hätte ich diesen Menschen denn nur nie kennengelernt? Das denken momentan viele. Aber hier möchte die geistige Welt den ganz klaren Impuls setzen und sagen, das alles hat sehr, sehr viel gebracht. Denn es wird dich irgendwann dazu befähigen, eine Beziehung mit dem Seelenpartner oder aber auch mit jemand anderem zu leben, die nämlich auf Augenhöhe basiert, ja, die glücklich und erfüllt ist. Du hast dich jetzt vorbereitet, ja, und steckst noch drin. In deinem Unterbewusstsein fällt die Gerechtigkeit, das fand ich jetzt schon krass, denn dieser Vollmond wirkt ja noch. Es fand ja der Vollmond im Zeichen der Waage statt. Die Gerechtigkeit ist hier diese Waage per se. Und das ist auch die Karma-Karte. Und als Klärungskarte erhielt ich die Welt. Die Welt ist doppelt gefallen hier. Du siehst sie hier oben nochmal im Rad der geistigen Welt. Es geht also darum, dass dir noch nicht ganz bewusst ist, und das ist im Moment vielen nicht ganz bewusst, dass das, was hier passiert, nämlich dass ein Zyklus komplett schließt, ja, karmisch genauso vorgesehen ist, sodass sich überhaupt dieser Prozess auf die nächste Stufe weiterentwickeln kann. Also dieses ganze Reading, meine Lieben, hat eigentlich den Grundtenor, je mehr du momentan in der Energie bist, ich lasse das Ganze jetzt vollkommen sein, ich gehe nur noch auf meinen Weg, sorge bestens für mich selber und ich möchte gar nicht zurückdenken, sondern nur noch nach vorne, desto besser erlöst du auch dieses Karma, desto stolzer kannst du auf dich sein, weil du die Aufgabe, die dir dein Seelengefährte in dein Leben bringt, wirklich gut annimmst. Ja? Die Welt steht immer für das Beenden eines Zykluses und dir wird Gerechtigkeit widerfahren. Ja, das sind wir wieder hier beim Erntedank. Ganz wichtige Karte, du wirst die Früchte ernten. Du brauchst keine Sorge haben, dass all das, was du hier durchmachst, was du durchgemacht hast, umsonst war. Ja, das ist die Message, die dir vielleicht noch nicht ganz bewusst ist, aber ich frage ja hier absichtlich nach dem Unterbewusstsein, denn das, was hier im Unterbewusstsein sich zeigt, möchte jetzt im April in dein Bewusstsein vordringen. Und hier habe ich eine sehr schöne Karte erhalten auf meine Frage, wie siehst du das Ganze denn jetzt im Moment selbst? Also was ist dir durchaus bewusst? Und es ist dir durchaus bewusst, dass du der einzige Mensch bist, der für dein Glück sorgen kann. Wir haben hier die 8 Münzen. Das ist eine sehr schöne Karte, die zu den 10 Münzen hier passt. Ich habe auch das Gefühl, dass viele im Moment sämtliche Bereiche ihres Lebens hinterfragen, ja.
Passt mein Job noch, den ich ausübe? Wie sieht es mit meinen Freundschaften aus, mit familiären Beziehungen? Ja? Wie steht es um meinen Selbstwert? Und dazu fällt die Siegeskarte, die 6 Stäbe, die steht ja explizit auch um das Selbstvertrauen. Ich glaube, das Selbstvertrauen hat im Moment auch sehr viel mit Gottvertrauen zu tun. Ja, denn wenn man an diesem ganzen Prozess zweifelt, wenn man einfach im Moment vielleicht überhaupt nicht sieht, dass irgendetwas vorangeht, dann ist man ja sehr schnell dabei, wieder in diese alte Wunde hineinzustochern selbst, ja, so nach dem Motto, ich bin nicht gut genug, er oder sie konnte sich nicht für mich entscheiden, vielleicht bin ich nicht wirklich es wert, dass er oder sie diese Entscheidung für mich trifft. Das ist ja die Urwunde der meisten Loslasser, ja. Und deswegen finde ich diese beiden Karten hier so schön, weil sie zeigen, dass ihr euch selbst zunehmend vertraut und sagt, nein, ich weiß, Gott hat mich so gewollt, wie ich bin. Warum sollte ich denn an mir zweifeln? Und das ist so eine wichtige Message, meine Lieben. Ja, Gott hat euch genauso gemeint, wie ihr seid. Warum solltet ihr an euch zweifeln? Und wenn euer Seelenpartner oder eure Seelenpartnerin, aus welchen Gründen auch immer, nicht bereit ist, an eurer Seite zu sein oder noch nicht bereit ist, weil er oder sie ja noch eigene Aufgaben zu lösen hat, dann hat das nichts mit deinem Wert zu tun. Dann hat es nichts mit deiner Attraktivität zu tun, mit deiner Klugheit, mit deinem Erfolg im Job. Nein, sondern es hat mit dem Prozess zu tun. Und je mehr du jetzt Wert darauf legst, wirklich alle Bereiche deines Lebens unter die Lupe zu nehmen, Aufbauarbeit zu leisten für dich selbst, für dein Selbstvertrauen, desto gewisser ist dir der Sieg. Ja, wunderschön, die Siegeskarte hier. Denn damit sagt diese Legung ganz klar, du wirst den Sieg einfahren. Passt ja auch sehr schön hier zur Erntedankkarte. Nicht hadern, nicht verzagen, sondern dran glauben. Ja, ich fahre den Sieg ein. Denn das, was ich hier in diesem Prozess schon alles lernen durfte, über mich, über meinen Seelenpartner, meine Seelenpartnerin, über Gott, ja, über mich als spirituelles Wesen, das nimmt mir niemand mehr. Und allein das sollte dich schon siegreich fühlen lassen. So, jetzt wird es sehr interessant, meine Lieben. Also wenn ihr die Vollmond-Readings gesehen habt, die wir veröffentlicht haben und seid damit in Resonanz gegangen, dann wird es jetzt spannend für euch. Denn an der Position frage ich ja, was kommt im Außen auf euch zu oder was passiert in eurem Umfeld, natürlich mit Blick auf den Seelenpartner. Und da fällt der Mond. Der Mond möchte hier noch einmal Bezug nehmen auf den Vollmond, der jetzt gerade im Zeichen der Waage stattfand. Und der Mond steht ja auch für alles, was im Verborgenen stattfindet. Und wisst ihr, welche Klärungskarte hier fallen wollte? Die 7 Schwerter. Also das ist per se die Karte im Tarot, die für Lügen, für Betrug steht, auch dafür, sich aus einer Situation davon zu stehlen. Was ich hier fühle, was auch in der Meditation als Impuls für euch durchkam, euer Seelengefährte oder eure Seelengefährtin stiehlt sich im Moment noch davon, aus der Angst heraus für sich selber einzustehen, für die eigenen Gefühle einzustehen. Ja? Aber dieser Mond hat dieses Gefühl extrem verstärkt. Und wir haben ja im April auch wieder 2 Mondphasen vor uns. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Unbehagen, das jetzt schon ziemlich groß ist, wenn wir unsere eigene Wahrheit nicht leben, wenn wir es vermeiden, unserem Herzen zu folgen, dass das Unbehagen noch größer wird. Ja, denn wir fragen ja hier nach dem April-Energien. Also im April werden noch mehr Unwahrheiten ans Licht kommen. Die Menschen, die immer noch davonlaufen, werden sich noch unwohler fühlen. Es könnte auch sein, dass auf der anderen Seite ein Geheimnis ans Licht kommt. Vielleicht ist irgendetwas geschehen,
was bislang nicht an der Öffentlichkeit ist, was bislang noch unter Verschluss ist, das könnte an die Öffentlichkeit kommen. Diese Energie ist ja auch sehr, sehr prominent im gesamten Kollektiv, ja, auch in der ganzen Gesellschaft, im gesellschaftspolitischen Sinn ist momentan die geistige Welt wirklich sehr, sehr daran interessiert, um es mal etwas umgangssprachlich auszudrücken, hier wirklich Wahrheiten ans Licht zu bringen. Menschen, die jetzt noch sozusagen im Dunkeln tappen, belogen werden, betrogen werden, sollen die Wahrheit erfahren. Ja? Also könnte hier auch durchaus, vor allem in den Dreierkonstellationen, fliegt momentan sehr viel in die Luft. Ja? Also wenn so Affären gelebt werden, wenn jemand betrogen wird, wenn gelogen wird, ja, also da erleben wir wirklich täglich in unserer Arbeit die tollsten Dinge. Da passieren Sachen, da käme man gar nicht drauf, wenn man sich das ausdenken wollte, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Ja, sehr interessante Energie. Da bin ich dann gespannt auf das Reading für die Gegenseite. Ja, ob sich da auch etwas zeigen möchte. Ja, wir haben in den Hoffnungen oder Ängsten deinerseits eine wunderschöne Karte, nämlich die drei Stäbe. Das ist eine Karte, die zeigt, dass du hoffst, für dich selbst jetzt einen Neubeginn manifestieren zu können und vor allem die Vergangenheit einmal hinter dir zu lassen. Es ist sehr, sehr schwer, als Loslasser in diese Energie zu kommen und sich wirklich nur nach vorne, passt sehr schön zum Wagen, zu orientieren. Denn als Loslasser schaut man gerne immer wieder zurück. Ja, man hat dann doch noch Interesse daran, was ist beim anderen los. Man hängt doch noch in der Energie fest. Wenn man dann vom anderen träumt, wenn man vielleicht irgendwas sieht im Außen oder in den sozialen Medien, man interessiert sich dann doch wieder, was ist dort gerade los. Ja, und da passen auch sehr schön die zwei Münzen dazu. Das ist ja diese sehr schwankende Energie und das nehme ich auch so ein bisschen für deine Angst wahr. Also es könnte sein, dass du halt manchmal wirklich noch Angst davor hast, komme ich jemals von diesem Menschen los? Ist es tatsächlich so, dass ich irgendwann mal sagen kann, ich habe komplett aufgegeben, es interessiert mich auch nicht mehr wirklich, was gerade beim anderen ist, denn ich vertraue darauf, das ist wichtig, dieser Nachsatz, ja? Denn es ist sicher auch nicht erstrebenswert zu sagen, der andere ist mir komplett egal, sondern es geht darum, in dieses Gottvertrauen zu gelangen, dass das, was passiert, das Richtige ist für beide und natürlich auch für die umliegenden mit einbezogenen Personen. Ja, es sind ja ganz oft noch andere Personen involviert, die dann auch eine Rolle spielen. Und dieses Gottvertrauen sollte sich einfach auf die gesamte Situation mit allen beteiligten Personen beziehen, dass man sagt, ja, ich vertraue darauf, dass das, was passiert, im Sinne Gottes für alle Beteiligten wichtig und richtig ist. Und da dürfen wir nicht menschliche Maßstäbe nehmen, ja, und sagen, wir beurteilen aus dem Menschenverstand heraus, was ist richtig oder falsch. Für Gott existiert für jede Seele dieser Plan. Und wir wissen nicht, was der Plan für den anderen ist, ja? Also das heißt, Gottvertrauen geht über menschlichen Verstand hinaus. Ja? Wenn ich sage, ich vertraue 100% der göttlichen Führung, ich nehme an, was geschieht, weil ich weiß, dass es wichtig ist, dann kann ich auch nicht sagen, wenn etwas für den Menschenverstand Schreckliches passiert, kann ich nicht sagen, nee, aber das war jetzt nicht schön, lieber Gott. Wenn ich vertraue, dass das passiert, was für die Entwicklung jeder einzelnen beteiligten Seele wichtig ist, dann muss dieses Vertrauen sich auch tatsächlich 100% äußern. Und das könnte dir noch so ein bisschen Angst bereiten, ja, dass du da doch, wenn du jetzt dran denkst, dich auf den Wagen hier zu setzen, ich sage ja mal auf den Kutschbock deines Lebens und wirklich nach vorne loszugehen, dass du so ein bisschen Angst hast, dich doch eventuell immer wieder umzudrehen und zu schauen, was macht der andere. Man ist ja auch sehr, sehr, sehr geneigt dazu, gerade wenn man selber große Fortschritte im Prozess macht, wenn man im Loslassen einen ganzen Schritt weitergekommen ist, dass man dann immer so ein bisschen trotzdem noch in diese Erwartungshaltung verfällt.
ja, jetzt lasse ich doch schon los, jetzt arbeite ich an mir, ich tue doch schon alles. Und warum, um Himmels Willen, kommt denn dann der andere nicht endlich in die Gänge? Ja, und das könnte hier so ein bisschen deine Angst sein. Und dazu passen auch die beiden Karten hier sehr schön. Ich habe ja hier gefragt, wie geht es für dich weiter? Schon als Ausblick in Richtung Mai. Und wunderschön, man könnte sagen, alles neu macht der Mai. Also wir haben hier das Ass der Stäbe. Das ist ein Neubeginn. Und das passt natürlich jetzt 1:1 zu dem Wagen und den 10 Münzen. Du manifestierst für dich diesen Neubeginn. Für dich deshalb, weil diese Karte auch immer impliziert, dass dieser Neubeginn mit einer Weiterentwicklung auf Seelenebene verbunden ist. Ja, also du wirst sehr viele neue Erkenntnisse gewinnen im April über dich, über den Prozess, über die Dinge, die hier geschehen. Aber, und jetzt kommt die Klärungskarte, die finde ich ja äußerst interessant, es fallen nämlich die 10 Schwerter, du darfst das letzte Kapitel, ja, eurer Verbindung, das du jetzt vielleicht so die letzten Monate gelebt hast, einmal komplett beenden. Und sagen, ich weiß, Gott macht schon das Richtige, aber ich gehe für mich weiter. Das ist das A und O. Und genau diese Energie bringt Schwung in den Prozess, weil diese Energie vom Gegenüber aufgenommen wird, ja, und dann Veränderung geschieht. Ich rede jetzt von Seelenpaaren, die wirklich Partner im Sinne einer Dualseelenbeziehung, im Sinne einer Zwillingsseelenverbindung sind oder karmische Seelenpartner, die aber dazu bestimmt sind, in eine Beziehung zu gelangen. Ich werde immer wieder gefragt, ja Uli, jetzt wenn es ein karmischer Seelenpartner ist, ja, ist es denn dann wirklich garantiert, dass ich mit dem zusammenkomme? Darauf kann ich ja keine Antwort geben, ja, ich bin ja keine Wahrsagerin. Ich kann euch nur so viel sagen. Es gibt durchaus karmische Seelengefährten, die uns ein Stück unseres Weges begleiten. Und wenn wir unsere karmische Aufgabe angenommen haben, also praktisch die Prüfung bestanden haben, die dieser Mensch in unser Leben bringt, dann ist das Karma erlöst. Und dann, und das ist jetzt ganz wichtig für euch, dann vergeht aber auch dieses Gefühl, mit dem anderen nach wie vor sehr eng verbunden zu sein. Ja? Wenn diese karmische Aufgabe dann erlöst ist, darf sich der andere aus eurem Leben verabschieden und ihr fühlt euch wieder frei und bereit für etwas Neues. Dagegen, wenn ich einen Seelenpartner loslasse, meine Aufgabe annehme und vielleicht 1-2 Jahre überhaupt keinen Kontakt habe, dieser Mensch aber trotzdem auf eine sehr liebevolle Art und Weise immer noch bei mir präsent ist, dann dürft ihr davon ausgehen, dass es sich um eine engere Seelenverbindung handelt. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, seelisch verbunden zu sein. Ja, wir haben auch mehrere Seelenpartner, die uns im Leben begegnen können. Und dann, und da bin ich fest davon überzeugt, so bekomme ich das auch gechannelt und immer wieder mitgeteilt von meiner Mannschaft, dass dann in den kommenden Jahren, und da spielt das nächste Jahr, das Jahr 2022, eine große Rolle, auch ein Erwachen auf der anderen Seite stattfindet. Also wie gesagt, man kann auch aus den Karten eigentlich in den seltensten Fällen sehen, ob es sich um eine Zwillingsseele, um eine Dualseele, um einen Karma-Partner handelt, der vielleicht nur kurz im Leben ist, der eine größere Rolle spielt. Untrüglichstes Zeichen ist, wenn du das Gefühl hast, nach Kontaktpause, ich sag mal von 1-2 Jahren, das ist Minimum, das kannst du nicht nach 4 Wochen wissen, ja? Kontaktpause von 1-2 Jahren, ist der andere in einer ganz warmen, liebevollen Art und Weise immer noch bei dir und täglich mal in deinen Gedanken. Du kannst ihn gut oder sie dort sein lassen, wo er oder sie ist, aber dieses Band, dieses tiefe, liebevolle Band ist immer noch da. Dann ist es meiner Ansicht nach ein engerer Seelenpartner. Wenn du allerdings nach 1-2 Jahren zwar nochmal an den Menschen denkst, aber einfach das Gefühl hast, ja, mehr oder weniger, ich habe meine Aufgabe gelernt und es ist komplett abgeschlossen, ich bin auch bereit für Neues, dann war es vielleicht ein Karma-Partner, der dir einfach nur diese Aufgabe gebracht hat.
Ja, kurzer Exkurs. Die geistige Welt bringt die Welt nochmal. Also da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Abschluss eines Zykluses. Und wir haben dazu die 8 Schwerter. Das ist die Karte, die zeigt, dass es für dich vor allem darum geht, dich aus letzten Abhängigkeiten zu lösen. Ja, wenn du noch das Gefühl hast, dass dein eigenes Lebensgefühl davon abhängt, was der andere tut oder nicht tut, ist es Zeit, diesen Zyklus abzuschließen. Ja, das passt sehr, sehr schön hier zum Wagen. Da habe ich am Anfang schon dazu gesagt, es geht um Freiheit. Es geht um diesen Wunsch, wirklich nur für dich selbst deines eigenen Glückes Schmied zu sein, dich nicht mehr beeinflussen zu lassen in dem, wie du dich fühlst, was dein Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin denkt oder macht oder ja, nach außen hin vielleicht von sich gibt, sondern dass du sagst, nein, ich war lange in der Energie, aber das bin ich nicht mehr, denn ich entwickle mich in die Energie der neuen Münzen. Eine wunderschöne Karte an der Unterseite des Tarots hier. Diese Frau ruht in sich selbst, die ist mit sich im Reinen, die hat sich aus allen Abhängigkeiten gelöst und vor allem sie kennt ihren Wert. Ja? Wichtig bei der Karte war in der Meditation noch der Aspekt, dass ihr bitte, so viel es geht, rausgehen sollt in die Natur, jetzt im Frühling, viel Zeit draußen verbringen. Die Natur ist so eine wundervolle, heilsame Umgebung, euch auch in die Kraft zu bringen. Ich habe das Gefühl, Bäume spielen eine große Rolle. Wenn die Bäume jetzt aufblühen, wenn die ausschlagen, lehnt euch mal an den Stamm, nehmt mal die Energie von so einem Baum auf. Ja? Lehnt euch an den Baum, macht die Augen zu und fühlt mal die Kraft. Ich mache das manchmal tatsächlich. Auch hier auf der Finca, da gibt es so Bäume, zu denen fühle ich mich irgendwie intuitiv hingezogen. Und wenn ich die berühre oder wenn ich mich mal unten an den Baum setze, an den Stamm lehne, habe ich das Gefühl, das gibt mir ein unheimlich ruhiges Gefühl. Also das war noch wichtig in der Meditation. Wir haben an der Unterseite hier an diesem Deck die 2 Schwerter. Sehr interessante Energie. Denn damit nehme ich wahr, dass viele von euch im Moment so ein bisschen wirklich die Nase voll haben von dem Prozess und sagen, ich will jetzt mal davon nichts hören und sehen. Und die Karte mag ich normalerweise gar nicht so, weil sie ja auch so ein bisschen zeigt, dass man sich verschließt. Aber heute hatte die eine andere Bedeutung. Ich habe so wahrgenommen, ihr dürft es auch. Ihr dürft einmal dicht machen, ihr dürft einmal wirklich ein bisschen Ego walten lassen und euch komplett auf euch selbst fokussieren. Und ihr dürft auch mal in den Seelenpartnerschaften, in denen Kontakt besteht, wirklich eine Nachricht ignorieren oder einfach mal nicht zurückschreiben oder vielleicht auch ein Treffen mal absagen. Wichtig ist, und das ist in der Hauptenergie so wunderschön ersichtlich, dass es für euch jetzt darum geht, in eure Fülle zu kommen. Volle Kraft voraus in eure Fülle. Und damit meine ich zunächst die Fülle im Inneren. Ja? Tankt auf in der Natur, lasst den Seelenpartner mal Seelenpartner sein, kümmert euch bestens um euch selbst. Das ist der Rat für April für euch. Ja, und wir schauen uns jetzt natürlich auch an, welche Energien, Impulse und Karten gefallen sind für den Seelenpartner oder die Seelenpartnerin. Wie gesagt, Micha macht die Legung und ich werde euch das Ganze deuten. Ja, und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier in Resonanz geht. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Ich bedanke mich für alle Kommentare. Natürlich herzlichen Dank, auch wenn ihr unseren Kanal abonniert. Für jeden Daumen hoch bedanken wir uns. Und dann sind wir jetzt mal gespannt auf die Energien der Gegenseite. Tschüss!